Wir können natürlich noch probieren, mal so ein Phosphos. Ich glaube nicht. Oder hier? Ein kleines Phosphos liegt allein im Schirm. Okay. Vielleicht alle drin machen? Zwei kleine Phosphos liegen zusammen im Schirm. Drei kleine Phosphos liegen im Schirm. Ja. Drei kleine Phosphos im Schirm. Drei kleine Phosphos im Schirm. Drei kleine Phosphos im Schirm. Ja, verstehe schon. Die schlafen. Vielleicht müsste man die irgendwie aktivieren. Aktivieren können wir die ja mit einem Ton. Ui. Aha. Kommen wir jetzt an die Motorhaube ran. Fest verschlossen. Nee. Was? Entsteinerungsaugen? Diese Augen können Menschen entsteinern. Er ist ein guter Basil. Entsteinerungsaugen. Entsteinerungsaugen? Kriegen wir jetzt die Mutter auf? Fest verschlossen. Hä? Ja, ich... So kann ich sie nicht benutzen. Sie funktionieren nur in den Basilen. Aha. Ja, dann wieder rein damit, wa? Aber Spiegel, vielleicht könnte man den irgendwie umleiten. Naja, dann könnt... Oder den Dings hier hinlegen. Aha. Jetzt muss man richtig... ein wenig drehen. Ja. Nochmal? Vielleicht ein wenig drehen. Ach, gib mir, hier ist ja noch ein roter Knopf. Der Auslöser für den Basilienstrahl. Aha. Und nu? Oh. Meine Güte, das hätte auch schief gehen können. Durchaus. Oh, das Gehirn. Man kann nie genug Hirn haben. Ja, bau mal ein. Jetzt haben wir das Basilienhirn, ja, das ist irgendwie... Passiert mir, wenn ich da nochmal aufdrücke? Ich hätte mich beim letzten Versuch, das werde ich jetzt... Vielleicht können wir den da entsteinern oder so, aber... Vielleicht ein wenig drehen. Vielleicht ein wenig drehen. Oh. Wo ging das jetzt hin? In die Windkapelle. Okay. Hier ist aber nichts passiert. Das ist Steves Spiegel und bester Freund Pete. Kann man den jetzt mitnehmen? Hey, lass das! Den Spiegel bekommst du nicht! Gib ihm den Spiegel! Nein! Und das ist mein letztes Wort! Irgendwie müssen wir auch noch die komische Blase da sicherlich kriegen. Da haben wir jetzt das Hirn. Vielleicht können wir das Hirn mit der Blase benutzen. Toll! Oh, jetzt kann ich Sachen dran kleben. Ja, ich ahne auch was. Ja. Das mach ich nicht. Nee. Das mach ich nicht.
das wird nicht... Gib mir mal den Spiegel. Hey, gib ihm den... Nein! Hallo, Steve. Hallo, was... Warum kann ich den Spiegel denn nicht haben? Rühr ihn nicht an! Steve, wenn er den Spiegel haben will, dann gib ihm das Ding. Nein! Wenn du meinen Spiegel nicht in Ruhe lässt, verweise ich dich des Hauses. Weißt du eigentlich, mit wem du gerade redest? Vor dir steht Okarius Junge. Kann nicht sein. Der Thronfolger ist doch ein Baby. Aber das bin ich. Ich meine, das war ich. Ich bin das Baby. Du siehst nicht aus wie ein Baby. Ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen, Euer Gnaden. Er ist ein Idiot. Ich würde den Spiegel auf jeden Fall zurückbringen. Unter gar keinen Umständen. Boah. Gib ihm den Spiegel, Steve. Du hast mir nichts zu befehlen. Aber er, gib ihm den Spiegel. Genau, her damit. Pete, kannst du mir helfen, den Spiegel zu bekommen? Ich tue, was ich kann, um diesen ignoranten Idioten zu überzeugen. Das habe ich gehört. Der Spiegel steht nicht zur Diskussion. Alter. Der Junge hat dir einen Befehl gegeben. Wer ist der Thron? Ich wüsste nicht, warum ich... Er ist der Thronfolger. Wir schulden den Boes Gehorsam. Nein, ist er nicht. Der Thronfolger kann nicht mal krabbeln. Hey, ich kann krabbeln. Ich krabbel sogar sehr gut. Das ist 15 Jahre her. Das Konvent liegt in Schutt und Asche. Öffne endlich die Augen. Hier liegt überhaupt nichts in Asche. Nein, nicht doch. Ich weiß nicht, warum du so etwas sagst. Hör auf! Der König ist tot und mit ihm die ganze Dynastie. Sei still! Und das nur, weil du Conroy die Tür geöffnet hast. Aufhören! Ich wusste doch nicht... Das hier ist alles deine Schuld. Sieh dich um. Das hier ist alles, was geblieben ist. Kein Gold mehr und keine Musik. Du hast Unglück hineingelassen. Nein! Genau. Jetzt können wir das hier nämlich mit den die Scherben aufsammeln. Und dann haben wir eine Disco-Kugel. So. Genau, eine Spiegelkugel. Und ich weiß auch schon, wo wir die hinbacken werden. Mir ist zwar noch nicht klar, was wir mit dem Fisch und Olle Hack machen müssen. Was ist denn da jetzt? Ein Einschussloch? Aha. Ah, mein Schuss muss wohl leicht daneben gegangen sein. Ja. So schaffe ich es nicht, das Orchester zu entsteinern. Genau, aber hiermit. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rum... Alter, baudet daran. Warum sollte ich... Oh, Fisch in das Loch rin? Das mache ich... Auch nicht. Das war doch jetzt... Nein. Vielleicht so? Ich glaube nicht, dass... Oder so? Das wird nicht klappen. Ja. Na, ah. Ja. Das war clever von mir. Wer kommt denn jetzt? Hallo? Bleib genau da stehen. Conroy, was tust du hier? Was hast du vor? Komm nach Hause, Robert. Komm zurück in den Palast. Das war nie mein Zuhause. Du hast mein Zuhause zerstört. Oh, mein Junge, wie redest du denn mit mir? Ich sage dir, was nun passieren wird. Wir beide kehren in den Palast zurück. Ich werde eine hübsche, dicke Kette für dich finden. Und du wirst mein Lieblingslied spielen. Schön sauber. Eine Note. Wie in alten Zeiten. Ich werde nie wieder für dich spielen. Oh, aber Robert, du wirst keine Wahl haben.
Irgendwann wirst du atmen müssen. Und bis dahin habe ich einer Wache beigebracht, auf deinen Nasenlöchern herumzudrücken. Ha, wie kommst du denn auf die Idee, dass das Volk dir vergeben wird, wenn sie erfahren, was du getan hast? Welches Volk? Meine Armee versteinert gerade alles, was sich bewegt. Wenn ich mit Asposien fertig bin, werde ich einen hübschen, riesigen Garten aus Statuen haben. Wie konnte ich all die Jahre nicht merken, was für ein Monster du bist? Du wirst sehr viel Zeit haben, darüber nachzudenken, wenn du in deiner Zelle im Palast sitzt. Warum erschießt du mich nicht einfach? Junge, du warst doch immer wie ein Sohn für mich. Das würde ich dir doch niemals antun. Musst du aber. Lebendig kriegst du mich nie. Aha. Keinen Schritt weiter. Okay. Das ist Conroy. Er versucht gerade, mich zu töten. Mit wem redest du denn? Mit mir, der Anschein hier. Mein jetzt. Fisch auf Conroy? Was wird das? So, jetzt reicht es. Wenn ich dich in eine Statue verwandle, kann ich dich zumindest in einer Kiste mitnehmen. Nein! Ah! Scheiße. Oh no? Aha. Zum Glück funktioniert seine Waffe nicht richtig. Zumindest dieses Mal. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwie jetzt... Vielleicht können wir ja den Fisch auf den Auslöseknopf legen. Genau. Ich sollte diesen Fisch besser hier auf diesen Auslöser legen. Ja, das ist ein guter Platz für einen Fisch. Liegt ja auch auf der Hand, ne? Und hack drauf da. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee? Das ist natürlich doof. Das wird nicht... Warum denn nicht? Fass! Los, Huck! Hol dir den Fisch! Ach so. Er würde zum Fisch fliegen und den Auslöser drücken. Aber von hier aus kann ich das auch selbst erledigen. Okay. Guten Tag. Das darf doch nicht. Keine Bewegung. Warum sollte ich auf dich hören? Ich bin der mit der Waffe. Ach so. Moment. Genau, jetzt kannst du aber hier. Huck, los. Fass. Los, Huck. Hol dir den Fisch. Tim. Und noch lachst du. No. Pam. Ach, scheiße. Nee, doch. War richtig. Das war wohl nichts. Jetzt bin ich dran. So, jetzt reicht es. Wenn ich dich in eine Stadt... Ja, das hatten wir ja gerade. Ach so. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wir müssen die Augen tauschen, denke ich. Weil da liegen ja zwei Basilien. Da denke ich mal, wir müssen die Augen austauschen. Genau. So, und die auch raus. Und dann kriegt er das ins Kreuzer. So. Jetzt sollte das funktionieren. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du... Ich hab zuerst... So. Und du? Keinen...
Keine. So, jetzt. War ohne, richtig? Ah! Müssen wir Hack nochmal mitnehmen? Ach, Mensch. Zum Glück. Gut, dann packen wir Hack nochmal ein. Ich nehme dich. Okay. Das funktioniert so. Wunderbar. Auf ein neues. Hab ich dich nicht gerade versteinert? Hast du mich vielleicht unterschätzt? Fass! Los, Hack! Hol dir den Fisch! So. Zing! 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 So. Anhänger einpacken. Es wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern. So. Conroys Überreste. Nein, wir beerdigen ihn später. Okay. Ob einer dieser Steine sein Herz ist? Nee. Da müssen wir wahrscheinlich den jetzt da aufhängen, wa? Jetzt noch ein paar Bilder hier und dort und schon wäre es viel gemütlicher. Ja, aber irgendwie müssen wir ja jetzt noch was machen. Weil wir müssen ja die ganze Family erstmal noch retten. So, Entsteinerungsaugen wieder drin. Hack, pack mal wieder ein. Ich nehme dich wieder mit. Alter Fisch. So, dann werden wir das wahrscheinlich nochmal auslösen müssen. Fass! So. Hey Robert, wer sagt denn hier, hey Robert? Was war das denn? Drück den Knopf lieber selber? Okay. Wer redet denn da mit uns? Du kommst mit mir. Zing, zing. Bam. Wer bist du, Bengel? Dass du unsere heiligen Hallen betrittst. Ich bin Robert. Nein, bist du nicht. Du bist Okarios, Junge, und du bist groß geworden. Meine Güte, wie lange ist das her, dass Conroy die Basilen auf uns losgelassen hat? Ich fürchte, 15 Jahre ungefähr. 15? Da brat mir doch einer einen Windmönch. Wir werden diesen Mistkerl vierteilen. Wo steckt dein Vater? Ich muss mit ihm reden. War er das? Ja, mein ältester Freund, mein Orchestermeister. Ist vielleicht meine Mutter hier irgendwo? Bei dem Angriff... Ich habe gesehen, wie sie versteinert und zerstört wurde. Es tut mir so leid, mein Junge. Sie war eine so kluge, warmherzige... Eine elende Schande ist das! Eine Schande! Aber deine alten Herrschaften haben dich geliebt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ehrlich? Dein Vater wäre sehr stolz auf dich.
Okario hat sich immer gewünscht, dass du das Orchester an seiner Stelle führen würdest. Komm, Junge, tun wir ihm den Gefallen. Wieder Bewegung. Ja, ihr seid wirklich alt. Da fällt mir ein, die Versteinerten. Ich muss ihnen helfen. Aber es gibt keinen schnellen Weg aus dem Wald. Keine Sorge, ich fliege einfach. Was? Du kannst fliegen? Nein, ich reite einfach auf den Basilen. Du reitest auf Basilen? Aber es sind Gottwesen, die... Nein, meiner ist kaputt. Ich nehme einfach Conroys. Okay, ihr kennt den Song. Ich bin gleich wieder da. Was für ein Teufelskerl, unser Kapellmeister. Spielt auf, ihr nasenlosen Söhne von Tasteninstrumenten. Jetzt sorgen wir für ordentlich Durchzug. Ja, alle sind entsteinert. Auch die Flötennasendynastie. Jetzt hat Asposien endlich den Wind zurück. Na toll. Muss ich jetzt deine Eltern kennenlernen? Nein, die sind tot. Oh, das tut mir leid. Und mir erst. Nein, dass ich immer so gemein zu dir bin. Ich mach das eigentlich nur, weil ich dich wirklich gern habe. Wofür war das denn? Dafür, dass du die Welt gerettet hast. Und das war für den Kuss. Du dachtest wohl, ich merke das nicht. Das war's absolut wert. Ach, schön. Ja, liebe Freunde, und dann sind wir auch schon am Ende des Games. Ja, schön. Schönes Game, schön gezeichnet, schön synchronisiert und auch schöne Musik dazu. Ja, hat Spaß gemacht. Durchaus gute Rätsel, ein bisschen knackig manchmal, gerade so am Ende. Das war doch alles sehr, ja, mehr mit Probieren als alles andere. Aber ist ja egal, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, aus dem Studio könnte ein bisschen mehr rüberkommen. Da können sie noch weitere solche Art Adventures produzieren. Ob es hier einen Nachfolger gibt, kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, weil es ja eigentlich abgeschlossen. Conroy ist tot und ja, damit hat sich der Fall. Gut, ich lasse hier wie immer die Credits durchlaufen und bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und Kommentieren und sage einfach mal bis zum nächsten Let's Play. Euer Sandy LP.